Hallo Welt, da sind wir wieder. Wir sind hier ja am Red Megan Stop. Megastop. Red Rocket Megastop. Jetzt habe ich es aber, glaube ich. Wir sind hier. Red Rocket Megastop. Ganz genau. Und wir haben es ja, mit Hilfe von anderen Voltlern haben wir es geschafft. Und unsere Siedlung wurde ziemlich auseinandergenommen, leider. Wie man sieht. Moment, wir können aber doch nach vorne gehen und alle Gebäude reparieren. Das ist doch das Beste, was wir machen können. Zur Werkstatt nämlich. Ja, wir wollen hier bauen und mir ist noch nie aufgefallen, dass da oben irgendwas steht. Interessant, vielleicht hat es jemand zurückgelassen. Diese Brücke da oben ist mir nie aufgefallen vorher. Wir sollten unser Gewehr reparieren, vor allem wir sollten ein bisschen Munition herstellen. Und dann können wir uns weiter Gedanken machen, ob wir hier und wie wir hier bauen. Wir wollten hier bauen aus verschiedenen Gründen. Am George-Schrottplatz ist es relativ gut gegangen und wir haben uns daran gewöhnt, dass man da recht gut bauen kann. Die Gegnerwellen sind jetzt nicht allzu stark. Also, ja. Also haben wir da lange Zeit verbracht und das war schon mal ein Punkt. Wir waren viel zu lange dort am Schrottplatz, für meinen Geschmack, und haben ja auch viel zu lange gebaut. Das andere, die Gegnerwellen, die waren einfach, ja, Level 1 Gegner oder maximal Level 8 Gegner hatten wir da mal. Aber ganz selten, meistens Level 1 oder 5. Also bringt uns das auch nicht sehr viel mehr. Und das andere ist, dass der Boden dort nicht gerade so eben war. Und hier haben wir einen schönen geraden Boden. Also hier können wir doch mit Sicherheit ein bisschen besser bauen. Denn die Gebäude, die wir da gebaut haben, die können wir, naja, die größeren Gebäude, die können wir nicht irgendwo anders nutzen. Wir werden es aber mal hier ausprobieren, schon aus dem Grunde, damit wir unseren Schrott irgendwie loswerden. Verkaufen hat keinen Sinn, da wüsste ich nicht, wie lange wir rumfahren sollen, um das alles zu verkaufen. Was wollen wir denn herstellen jetzt eigentlich? Was brauchen wir denn eigentlich? Die 45er brauchen wir. Ja. Können wir davon herstellen? Ein bisschen schon. Okay, so viel wollte ich jetzt gar nicht herstellen, aber das ist auch manchmal... manchmal sieht man das nicht richtig, was da hergestellt wird. Wie dem auch sei. Großes Bauen. Geht schon los. Haben wir schon angefangen? Ja, ich glaube, wir gehen erstmal nach hinten. Okay. Der Müllextraktor, der arbeitet schon. Oh, da fällt mir gerade ein. Lose Federung. Ja, sehr witzig. Aber wir brauchen ja eine Werkbank. Deswegen gucken wir mal, dass wir vielleicht ein Gebäude von uns aufbauen. Jetzt haben wir keinen Stahl. Ich weiß, wir haben die meisten Gebäude schön gebaut. Mit Wellblech und so. Und wir gucken mal in die Blaupausen, ob wir irgendwie... Vielleicht das letzte... Das letzte oder das vorletzte Gebäude, das wir gebaut haben. Das vorletzte würde ich ganz gerne bauen. Denn da hatten wir doch das Problem, dass ein Gegenstand angeblich immer in der Luft schwebte. Ach so, das fremde Haus hier, das ging ja, hat sogar funktioniert. Ja. Nee, ich höre auch gleich auf hier. Mit der Aufnahmesitzung, das hat ja keinen Sinn, wenn andere und die auf... Wie oft habe ich das jetzt schon gesagt? Energiehäuschen. Ja, da haben wir es doch. Das hier hätten wir ganz gerne einmal gebaut. Ja, und hier müssten wir das dann eigentlich hinbekommen. Ich vermute, die Kiste unten, die schwebte immer in der Luft. Wir brauchen Stahl. Wir brauchen naja, so knapp 100 Teile Stahl. Und was haben wir hier Schönes? Aluminium, denke ich mal, oder? Aluminium, ja. Das ist jetzt gerade nicht so interessant. Ja gut, da wir Stahl brauchen, können wir das auch gerne alles mal mitnehmen, was die hier so übrig gelassen haben. Kleber bekommen wir da auch noch raus. Übrigens gefällt mir so etwas sehr gut hier, die Idee, dass das einfach in Fleischklumpen übergeht. Mit ekligen Fliegen, damit man sie auch sieht. Naja, Fliegen sind ja nicht unbedingt ekelig, aber... Sie weisen darauf hin, dass da irgendetwas ist. Stahl brauchen wir. Ja, da gucken wir doch erstmal, ob es hier überhaupt Stahl gibt. Stahl. Einmal Stahl müsste es hier geben. Ich glaube, das ist ganz vorne. Da ist noch irgendwie so ein Krater. Oder ist das hier? Nee, das müsste eigentlich auch Aluminium sein hier, oder? Aluminium, ja.
Mit vorne meine ich nicht diese Seite vorne, nein, die andere Seite vorne. Also genau gegenüber. Hier links brauchen wir gar nicht zu gucken, das ist nukleares Material. Das könnten wir ja auch nachher ziehen, falls wir irgendwann mal einen vernünftigen Bauplan bekommen. Zum Beispiel diesen Fusionsgenerator. Den hätte ich sehr gerne. Stahl sollten wir aber trotzdem hier genug haben. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Da ist doch noch ein Krater, genau. Aluminium. Nein, Eisen. Okay. Ich meine, aus Eisen bekommen wir Stahl. Meine ich jetzt. Könnte man so annehmen, ja. Okay. Blaupausen, Energie. Oh, das hier sollte doch reichen. Wie viel Energie haben wir da? 20? Na, wo ist der Anschluss hier? Ah, hier, okay. Warum geht das nicht? Ach, das falsche Haus. Das kaputte Haus haben wir genommen. Oh ja, dann hätten wir das gerne mal wieder abgerissen hier alles. Nein, nicht doch lagern. Ah, egal. Oder wir lassen das einmal so. Ich weiß, das zerstört jetzt ein wenig die Stimmung, aber wir brauchen schnell was. Wir wissen, es kommen noch Angriffe und ja, hier oben kann doch eigentlich nicht so viel passieren mit dem Zeug. Kommt ja keiner ran. Klappt doch. Wir müssen die Blaupause mal loswerden, aber ich hoffe ja noch darauf, dass das irgendwann mal gepatcht wird, dass die Bauteile dann nicht auf dem Dach landen, sondern dass die Bauteile dann ja so dahin kommen, wenn man die Blaupause nutzt, wo sie hingehören. Wir haben jetzt aber immer noch nicht unser Gebäude aufgebaut. Ach so, wir wollten das kleine Häuschen aufbauen und dann vorne die Kiste wegnehmen. Dafür brauchen wir aber Stahl. Okay, das wird hier eine Weile dauern, glaube ich. 100 Teile Stahl, ja, das könnte dauern. Also ich denke, bis zum nächsten Angriff werden wir das nicht schaffen. Und wenn wir einsammeln, ich meine, immerhin ist das so eine Art Truckstop oder sowas. Wir werden doch hier Stahl finden ohne Ende. Ja, da sind Blechdosen und sowas. Werkzeuge sind da, ja. Also haben wir auch Einkaufskörbe mit Stahl drin, aber... Bringt das denn viel? Das ist die Frage. Ja, zumal wir sind ständig überladen. Das ist das. Deswegen können wir ja nicht einmal rumgehen. Alles looten würde ich ja ganz gerne machen und dann alles verwerten und dann hätten wir mit Sicherheit genug Stahl. Doch, doch. Aber wie man gleich sieht, wenn wir den Schmortopf hier genommen haben und diesen hier auch noch, dann sind wir wahrscheinlich schon überladen. Nein, noch nicht ganz. Ah, das kriegen wir schon hin. Ach, wie kommt das denn hier in die Ecke? Hä? Oh, habe ich noch nie gesehen, dass da in der Ecke auch so eine Kiste steht. Wir gucken mal, wie weit wir sind da mit dem Stahl.
Ja, wir kamen ja damals noch nicht einmal dazu, hier die Sache richtig zu erkunden. Aber vielleicht ist das mit der Kiste auch neu. Grubenhauer-Handschuh. Wollte keiner haben. Schaden 53 ist doch gar nicht so schlecht. Ach, die Spinne. Wie, Moment mal. Da war doch eine mit 115. Die hatten doch außerdem hier drei von diesen Pluszeichen dahinter. Wo sind die geblieben? Ach, die war nur so gut, weil er die hatte. Und als wir sie ihm abgenommen haben, da. Oh, schade. Da war aber doch. Ja, das war. Wir waren überrascht. Das war alles. Ach nee, wir haben auch Psycho genommen. Vielleicht waren die deswegen überall besser, die Waffen. Ach, ich weiß nicht. Wir suchen keine Waffen, wir suchen Stahl. Das war Aluminium. Blechdosen. Ja, okay, das könnte klappen. Ich höre hier irgendwelche Geräusche. Okay, wir werden ja gewarnt, wenn es hier zu einem Angriff oder so etwas kommt. Wir brauchen doch den Schrott gar nicht zu verschrotten. Der wird doch beim. Der wird doch sowieso. Darf ich den Eimer haben? Danke. Ah, du bist sowieso mittlerweile arbeitslos geworden. Tut mir leid. Hast du aber schön geputzt. Darf ich deinen Lappen auch haben? Dankeschön. Gut festhalten. Nicht, dass du runterfällst. Ja, nee, mit den zwei, drei Dosen, die wir da jetzt eingesammelt haben, kommen wir auch nicht weiter. Aber wir brauchen das nicht zu verschrotten, glaube ich. Wenn wir bauen, dann wird das sowieso automatisch verschrottet, oder? Stromkasten? Mononga? Ha, du erhältst an diesem Stromkasten mehr Strom, mehr Energie, wenn das Kraftwerk von Mononga angeschaltet ist. Wahrscheinlich, ja. So viele Autos und wir haben keinen Stahl hier. Das ist es, unser erstes kleines Haus. Ach, jetzt fehlen Zahnräder. Wo haben wir denn Zahnräder für gebraucht eigentlich? Vorhin fehlte nur Stahl. Und wir haben den ganzen Schrott eingesammelt und gar nicht. Wofür haben wir denn die Zahnräder verbraucht? Ach, hierfür. Echt? Für den Extraktor hier. Ja, dann. Entschuldigung, der Gartenzwerg hier mit seiner Mütze. Nehmen wir mit. Den hatten wir aber doch schon mal mitgenommen. Ja, so alles kommt zurück. Irgendwer läuft hier rum, haben wir doch gesagt schon.
Da läuft einer rum, der wird von Bethesda bezahlt, damit er hier die ganzen Sachen wieder hinstellt. Wahrscheinlich. Die Tato hätten wir liegen lassen können auch. Ach da, Stahl 20. Hm. Das reicht nicht ganz. Aggressotron-Klinger. Ja, 60 Schaden und ist nicht so schnell, oder? Wie schnell ist denn unsere Machete? Auch mittel. Ich glaube, die sollten wir behalten, die Aggressotron. Ach, da geht das Sammeln schon wieder los. Wir haben doch keinen Platz hier. Die Truhe ist gerade erst leer gemacht worden. 200 mehr? Oh. Und wir haben es schon wieder geschafft, sie zu füllen. Ja. Aber wir haben doch hier drin bessere Waffen schon. Was ist denn hiermit zum Beispiel? Wollen wir das nicht mal ausprobieren? Ist auch eine 45er. Wer weiß, wie gut das ist. 81 Schaden. 71 Schaden. 81. Ja. Feuerrate 5. Ah. 33 Feuerrate hier. Nee. Da stimmt doch was nicht. Schaden 81. Ja, also wir brauchen irgendwas, was ein bisschen schneller ist. Also behalten wir das hier erstmal. Aber das richtet ja gar keinen Schaden an, so richtig. Ja, das haben wir gemerkt, dass das hier schon besser ist. Was haben wir damit gemacht? 90. So viel mehr Schaden richten die auch nicht an, aber die richten jetzt schon mehr Schaden an und haben noch keine Mods drauf. Also ich möchte ganz gerne hier dieses Aggressotron-Schwert behalten. Das können wir jetzt aber noch nicht nutzen. Wo, was können wir denn dafür rausschmeißen hier? So viele große Mengen, aber keine große Menge Stahl. Stahl war eigentlich immer das, was von dem wir immer genug hatten. Schrauben. Schrauben war immer ein Problem. Ja, irgendwas müssen wir jetzt hier rausnehmen, damit wir das da reinpacken können. Aluminium, was brauchen wir denn sonst noch? Oder nicht? Aluminium. Ach, die haben wir schon drin. Ja, dann können wir uns ja noch bewegen. Wir hatten, glaube ich, hier in dieser Siedlung sowieso alles, oder? Es gab eine Waffenbank und ich glaube, hier war alles. Aber wir haben das lieber alles so beisammen irgendwo. So, eine Waffenwerkbank. Es gab diese Verkaufsautomaten.
Wir hatten doch so viele Köterkeulen. Sind die alle verdorben schon? Nein, da sind sie noch. Köterkeulen. Naja. Wie sieht's aus mit unserem Haus? Vielleicht sollten wir doch lieber das Kleine erstmal hauen. Bauen, meine ich. Was gab es denn hier noch für ein Problem? Irgendein Haus, das sich nicht bauen ließ oder so? Ja, unser erstes, das Camphaus, ließ sich nicht mehr aufbauen, weil... Ja, aus dem gleichen Grund. Irgendwas schwebt in der Luft. Nicht in der... Na, das darf in der Luft schweben. Haben wir doch gesehen. Einfach nicht hingucken. Das ist zu wenig. Und wenn wir ganz viele Waffen verschrotten... Ja, noch nicht. Aber fast. Ja, da wäre ich schon mal ein bisschen zufrieden, wenn wir das hier bauen könnten. Ja, das wird wahrscheinlich dann auch sofort zerstört. Aber nur bauen, um unten da die Kiste wegzukriegen, damit wir das dann überall immer hinbauen können. Ja, dann warten wir eben. Wir warten in der nächsten Folge weiter. Diese Folge ist vorbei. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.